So, what's next? Want to go back to town? Okay, dann mal, let's go. Diesen Kampf habe ich heute schon zum dritten Mal gemacht, also wird's laufen. Und den Einspieler habe ich heute auch zum dritten Mal angeschaut. Nice, freue ich mich. Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Übertreibt's ein bisschen mit deinen Herzen, ne? Ansem und Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah! Yeah! You tell them, Captain Goofy! In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again! Still so blind. A nobody is what's left behind when one gives his heart to darkness. There is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Jungs, will ich euch nicht enttäuschen, ne? Aber ich hab diesen Kampf heute schon zum dritten und mache ich jetzt zum dritten Mal. Ich hab wirklich keine Chance gegen mich. Also easy going, Jungs. Jetzt geht's richtig rund. Warum kriegt man eigentlich das heftigste Schild gleich direkt am Anfang, ey? Wollen wir direkt ins Finale mal reingekommen? Juhu. Hol den Wagen ran, ey. Und dann mit Pegasus durch dieses kleine Gelände, Alter. Da sieht auch so gefühlt jetzt gar nichts eigentlich, aber... Und noch einen kleinen Goofy-Bomber hinterher. Ganz ehrlich, die können uns hier nichts. Go get her. What? War nicht schlecht. Huch. Ja, klack. Herc said. He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? Huh? You betcha! I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then, let's head back to town. Danter is back in town.
Weiß nicht, warum ich gerade auf den Song komme, aber ich weiß auch gar nicht mehr, woher der Song ist, aber er kam mir gerade in Sinn. Musste raus. Nützt nix. Das ist halt das, ne? Da haben wir eigentlich ja so gefühlt vor 10 Minuten gemacht und zack sind die wieder herzlose. Immer so doppelt kämpfen, weiß nicht, mache ich immer nicht. Beat muss geklärt sein und dann ist auch gut. Vielleicht irgendwann, wenn man in 8 Jahren mal wieder vorbeikommt, dann können die gerne wieder zurückgekommen sein, aber vor. Wenn wir Raketentanz durchführen. Disco, Pogo, Tringelingeling. Okay, sympathisch. Haben wir schnell geschafft. Da vorne müsste ein Pilz sein, oder? Nö, doch. Lol, das geht jetzt. Ah! Wir hatten noch eine Spritzfahrt hier über. Alles klar. Was? Nein, ich habe die Finale gar nicht mehr gestartet. Den Dicken wegmachen. Nice. Donald auch direkt ein Level abgestiegen auf Level 11. Bin ich nicht erst Level 9 oder so? Naja. Donald kann trotzdem, glaube ich, nicht mit uns mithalten. Ich glaube nicht, dass er stärker ist als wir. Gehe ich jetzt einfach mal ganz selbstsicher an die Sache ran. Einfach das Geilste mit dem. Mit der. Die Waffe feiere ich so mit dem. Mit der Eigenschaft. Weiß nicht, ob es da noch bessere gibt. Mich darauf andere einlassen kann. Ein Heal-Schwert würde ich noch nehmen, ne? Oder Fähigkeit, sich heilen kann. Das hätte noch richtig Art. Überall kommen die Affen runter, ne? Eine Raketenstart durchführen, würde ich sagen. Okay, nice, nice, nice. Aktuell hatten wir schon aufgemacht. Boah, leck mir am Arsch. Naja, so kann man ja auch gut reisen, dachte ich. Hä? Warum sind wir so schnell wieder rausgekommen? Was soll diese? Das Glücksemblem haben wir schon gefunden, Goofy. Wenn dich entsinnst. Habe ich schon, oder Crafted. Fotografiert habe ich das schon. Komm her, ihr Eumels. Der 2 lohnt halt auch einfach nicht, ne? Ja, jetzt müssen da noch 80.000 mehr Vasen hier kommen. Als ob das einfach Vasen sind, gegen die ich gerade kämpfe. Nice. Rio-Wächter könnten wir anwenden. Schnell, kurz nochmal die nächste Gruppe suchen. Kommt natürlich jetzt keine Gruppe mehr, ne? Noch gefühlt hier gegen alles gegenschlagen kann und da irgendwas rauskommt. Warum geht Donald so lässig? Ob jetzt der Ratatouille ein Spieler? Wahrscheinlich, ne? Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool.
So, den Geldspeicher soll er doch wieder mal hingehen. Oh, hallo, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Hmm. What is it? Wow! Cake! Hmm? The whole cake? It's for us? Huh? Settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh, it's you! Uncle Scrooge, you opened the bistro in Twilight Town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun. Kinda like a scavenger hunt. Hab keinen Bock zu. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Ja, und nochmal, alles gleiche Bärchen, Rockpart. Was sagen? Soll ich jetzt eigentlich hier mal irgendwo noch hin? Oder soll man jetzt in eine andere Welt? Little Chef still needs our help. Oh, braucht der kleine Koch unsere Hilfe? Was? Warum das denn? Oh. Will ich kochen? Heute eine fette Bestellung gehabt, ey. Schön griechisch. War gut. War nicht schlecht. Ja, ich habe doch Zutaten gesammelt oder so. Och, soll ich die hier jetzt sammeln oder was? Nice. Hä? Okay. Karte gefunden. Ich brauche Zutaten. Apples. Sehe ich mich? Apples. Oh, aus dem Müll kann man auch mal was Gutes kreieren. Ja, wir holen doch die Zutaten ran jetzt hier. Ich weiß ja nicht, warum jetzt hier gefühlt auf der Straße überall Zutaten rumliegen. So aus dem Nichts auch, aber Spiellogik kennen wir ja. Auch einfach so ein Korb Äpfel liegen jetzt überall rum. Sympathisch auf jeden Fall. Moin Jungs, habt ihr ein paar Apples gesehen oder so? Oder ein paar Zwiebeln? Oder Milch oder so? Nee, ne? Da kommt dann, läuft gerade ein Megafilm, aber den Film haben wir noch nicht geguckt. Den haben wir noch nicht geguckt. Den schauen wir uns nochmal an. Okay, fällt ein Ei runter, er geht die Treppe dabei runter. Unten die Eggs drin, nimmt die Eggs mit, gibt die Mii. Was macht Mickey denn mit? Weiß nicht. Dann noch mehr Eggs. Gibt sie ihm auch noch, er freut sich richtig doll. Und dann machen sie eine fette Party. Super Film, bester Film des Lebens. Besser als alle Marvel-Filme zusammen. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß auch nicht, warum sowas denn auch keinen Oscar bekommt. So.
verstehe ich halt einfach nicht. Aber naja, kann man nichts machen. Nice, 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 nice. Hm, kommen wir hier hoch? Jo. Wie viele Zutaten brauchen wir denn noch? Wollen wir alle sammeln oder was? Ich hoffe nicht. Ich glaube, dieses kleine Minigame bei dem Kochen, was wir gleich machen müssen, glaube ich. Da war ich immer richtig mies, muss man sagen. Da gab es halt Leute, die sind schlecht drin gewesen. Aber ich bin halt so schlecht drin gewesen. Oh, nicht runterfallen. Ich will doch hier wieder hoch, Leute. Es gibt doch nichts Langweiligeres als in einem Adventure-Game. Eine Sammelaufgaben, oder? Jetzt aber mal los hier, oder was? Moin. We'll be needing a wee bit more before cooking. Wie viel denn noch? Ehrlich, ich bin hier nicht so ein Feinschmecker. Wir würden eine Bratwurst lang und dazu einen Kartoffelsalat oder so. Oder nicht mal. Ein Toast wird mir auch lang. Muss nicht mal durch sein. Das ist gutes Essen. Eine Bratwurst und Toast dazu. Ehrlich. Ist ein gutes Essen. Nein, der muss hier irgendwie sonst was kochen jetzt gleich. Vier Taler erhalten, okay. Viel? Ich habe gar keine Ahnung, was so viel ist, wenn man irgendwas zerschlägt, was da drin sein kann. Also vier Taler hört sich jetzt gerade so an wie verliert man auch gerne mal in der Sofaritze von der Menge her. Obwohl schon mal 20 Euro in der Sofaritze gefunden bei mir. Weiß ich auch nicht, was da los war. Aber mega gefreut, als ich sie gefunden habe. Und reich gefühlt. Jetzt habe ich es aber geschafft. Nice. Le grande prestore. Hey, guys. Oh. Painter, Olette. Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey, good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Okay. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You download this, Uncle Scrooge? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle Scrooge. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh, yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Baby, sorry. Wir kommen wieder. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost. But Donald and Goofy,
Kairi brought me back by wishing with all their hearts. Ganz bestimmtes Nicken dafür. So, I was hoping the three of you would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. Thanks. Danke, ey. Danke, ey. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes, just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Huh. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Ich habe immer gerne Stockbrot im Feuer. Okay, ich mach schnell weiter. Ein Spiel des klassischen Königsreichs. Du kannst es auf dem Gummifon spielen. Sehe ich mich nicht? Wähle per Gummifon das klassische Königreich aus, um zum Spielauswahlbildschirm zu gelangen. Drücke Dreieck, um die Steuerung für das derzeit ausgewählte Spiel anzuzeigen. Du kannst das Spiel jederzeit mit Optionen pausieren und beenden. Auswählen, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzukehren. Man weiß nie, wohin in vielen Welten die Sora besucht, neue Spiele darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also halte die Augen offen. Alles Klärchen, machen wir. Das machen wir. Das ein Schwert. Sternschuppenschwert, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie. Formänderung und Doppelarmbrust. Magiewerfer. Okay, das Schlüsselschwert Sternschuppe kann sich per Formänderung in eine Schusswaffe namens Doppelarmbrust verwandeln. Halte R2 gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um damit zu zielen und automatisch eine anhaltende Salve von Schlüsseln abzugeben. Sehe ich mich nicht. Sehe ich noch nicht, ob ich das taktisch irgendwo so einbauen kann. Wähle Küche um ein Hauptmenü aus, um Menü zu verspeisen und Statusverbesserung zu erhalten, um da deine gegenwärtige Boni einzusehen. Drücke Dreieck, um das Menü geöffnet, während das Menü geöffnet ist. Alter, warum kann ich denn heute gar nicht lesen? Also ich kann generell nicht lesen, ne? Aber heute halt gar nicht. Was wollte ich denn jetzt hier drin machen? Ach ja. Mein Schwert auswählen als das Schwert. Haben wir hier irgendwie was Neues? Mein Zauberstab? Nö. Hier gerade der Gestöhn von euch, Damen. Naja, schnell weiter, würde ich sagen. Reden. Sollen wir nochmal zurück? Ey, ich will keine Zutaten mehr sammeln. Ehrlich nicht. Ein All. Sollen wir denn mit dem All anfangen? Nein. Ach, ich wollte doch das da gar nicht machen. Naja. I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yensid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard.
Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit, I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before, and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah, but it's okay. I just like talking to Sora, even if it's on paper. Oh, okay. Oh. Here. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. Weißt du dich auch nehmen? We did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Huh? Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. Unter Eis hätte man noch mal essen können. Ganz ehrlich, früher Eis aus der Hecke gesnackt. Also von daher, jetzt noch gegessen. Ehrlich. Oder wenn es gut ist, ne? Wenn es nicht so... Dann, ne, werde ich es auch einfach fallen lassen, so wie er. Oh, Mikey ist wieder da. So, this is the place.
where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how, exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam when Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on the list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's 'cause Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep, and Merlin too! Yeah. Und es bleibt dabei, Kingdom Hearts 3 hat ganz schön viele lange Einspieler. Willkommen auf der Weltkarte. Von hier aus kannst du mit deinem Gummijet in neue Welten reisen. Oder du lässt deiner Kreativität freien Lauf und baust mit deinem Gummi-Editor deinen eigenen Jet. Hab gar keinen Bock zu. Wegen einer neuen Welt haben sie sich aufgetan. Um zu einer neuen Welt reisen zu können, musst du sie zuerst mit deinem Gummijet erreichen. Sobald du nie einmal dort gewesen bist, kannst du dich jederzeit in dieser Welt teleportieren. Das Bistro wurde freigeschaltet. Du kannst jetzt direkt von der Weltkarte aus das Bistro des kleinen Kochs besuchen. Okay, und nochmal. Denke daran, dass du zum Kochen erst genügend Zutaten benötigst. Der Gummiladen wurde freigeschaltet. Im Gummiladen kannst du Teile kaufen, die du zum Bauen deines eigenen Jets nutzen kannst. Ja. Nö, also eigentlich will ich aufbrechen, muss ich sagen. Nachdem du im Menü Aufbrechen ausgewählt hast, wählst du ein Reiseziel auf der Karte aus. Wenn du möchtest, kannst du Viereck drücken, um irgendwelche eine Wegmarke zu setzen. Du siehst die Position der Wegmarke während des Fluges und kannst die zur Navigation nutzen. Das ist auch normal. Okay, wir erraten, ohne groß zu lesen, welche Welt das ist.
Ich glaube, das ist Twilight Town. Nein, wir sind jetzt in Twilight Town. Da. Also ganz links ist klar, das ist Toy Story. Das müsste Herkules, das Land von Herkules sein. Ganz rechts. Was ist denn das ganz rechts? Ach, das ist Rapunzel. Safe. Weiß gar nicht, ob Rapunzel nicht schon mal durch hatte, die Welt. Kampfstufe 4, schätze 53% haben wir da schon erreicht. Kampfstufe 14? Oha, ganz stark eigentlich. 12? Ja, aber in Herkules waren wir doch durch jetzt, oder nicht? Ich glaube nicht, dass da noch was ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in das Spielzeugstadt von Toy Story rein. Ja, bitte. Und Abfahrt. Möchtest du mit dieser Auswahl aufbrechen? Ja, selbstverständlich möchte ich mit dieser Auswahl aufbrechen. Wo ist denn die Wegmarkierung? Rechts wahrscheinlich. Ich bin ein super Pilot, muss ich sagen. Juhu! Abfahrt. Was habe ich denn jetzt? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Warum fliege ich jetzt wieder zurück? Macht gar keinen Sinn. Mann. Wenn ich jetzt irgendwo auf so eine komische Mission treffe, habe ich da auch gar keinen Bock zu, muss ich sagen. Du wirst auf eine Reise immer wieder mal auf Sternkonstellationen stoßen. Konstellationen fotografieren, drücken, Einen Bauplan für die von dir gefundene Konstellation. Ja. Gar keinen Bock auf irgendwas zu fotografieren, muss ich sagen. Nehme ich auch einfach nicht so als Fotograf, wenn ich ehrlich bin. Das da eine Konstellation gewesen oder was? Naja. Oh, was ist denn hier oben eigentlich? Für eine Party. Was man gönnen hier, den Aal. Ziehe, was passiert hier drinne? Geht ja richtig ab hier drinne. Warum habe ich denn jetzt hier schon wieder so. Warum bin ich jetzt hier schon andersrum geflogen? Macht keinen Sinn, oder? Bisschen Taler mitnehmen, bisschen XP mitnehmen. Alles gönn direkt. Was ist jetzt hier? Oh, schalte so viele Gegner aus wie möglich. Ey, ich dreh durch. Jetzt bin ich da in diese Mission reingekommen. Ja, das stört die doch. Ja, als ob es so lange gedauert hat. Da muss ich sagen. Ich mich auch einfach nicht, ne? Oh, die werden ein bisschen Schaden machen. Schön in den Strahl rein. Kann man die auch zerstören oder eher nicht so? Feuer. Oh. Herzen sammeln. Oder die Minen darf ich bestimmt nicht berühren, damit Instant tot wahrscheinlich. Hoch schnell runter. War ein bisschen viel Action auf einmal. Könnt ihr auch down gehen oder was? Ja, noch 4 Sekunden, kommt schon. Haben wir es geschafft. Den letzten hätte man mir jetzt aber auch nochmal wirklich gönnen können, oder nicht? Note B nehmen wir, sehe ich mich.
Kann das sein, dass es mehr wurde, die Entfernung? Leute, wir haben ja jetzt einen Tausendersprung gemacht. War da nicht gerade noch 1,8 und dann, bupp, 800 nur noch? Einfach diese neue Abkürzung genommen. Oh oh. Ey, wir können nicht vorbei. Warum nicht? Oh, wir müssen erst gegen den Boss hier. Sehe ich mich. Aua. Aua. Ah, jetzt habe ich den gescheckt. Ja, aber der... Ich wollte gerade sagen, der ist easy. Schön, einen abbekommen. Der Klassiker. Gummijets rumzufliegen ist auch einfach nicht meiner, muss ich sagen. Aua. Aua, aua, aua. Es tut so weh. Schieß doch bitte nur zur Hälfte so doll. Wir haben nur noch eine Minute. Aua. Komm schon. Kannst du jetzt mal down gehen? Wie viel hältst du denn aus, Alter? Können wir auch so eine Megabomben abfeuern? Haben wir da irgendwas? Ne, wahrscheinlich wieder nicht. Vielleicht müssen wir uns mal so einen neuen Kampfjet herstellen, der voll nur auf Angriff geht. Die Kämpfe nur noch eine Sekunde dauern oder so. Wahrscheinlich, weil wir da gar keinen Schutz haben und selber drauf gehen. Aber mit Ausweichen sind wir doch top, oder was? Ausweichen sehe ich mich nicht. Was ist das denn für eine Kanone? Ja, gar keine Chance gegen die Kanone. Safe nicht. Jetzt habe ich ihn raus, glaube ich. Jetzt lädt er und dann musst du kurz weg. Jetzt muss man sowieso so eine Kreisbewegung machen. Jetzt ein bisschen warten, dann kommt gleich aus den Schultern das da wieder raus. Lädt er ja kurz. Ah, jetzt kommt der wieder. Boah, noch. Scheiße, ich glaube, wir schaffen es nicht. Bin ehrlich, ich glaube, wir schaffen es nicht. Müssen jetzt voll raufhauen. Komm schon, Bobby, doch jetzt einfach weg, bitte. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Trotzdem noch Rang B und neuer Rekord. Hey, der würden jetzt sagen, war ja auch dein erster Versuch, natürlich ist es ein neuer Rekord, aber auf Hate hören wir nicht, ne? In dieser Welt landen auf jetzt. Ein echter Gelehrter lernt aus seinen Fehlern der Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Testposting, Hashtag Ex-Organisation, Hashtag Sektion. Komplett scheiße ausgesprochen. Ich kann das immer nicht, diese Kacke aussprechen. Hashtag Radiant Garden, Hashtag den Code knacken. Den Code knacken würde ich machen, ne? Ein kleiner Code-Knacker. Ein kleiner. Wow. Professioneller Einspieler. Was ist das jetzt für ein Einspieler? Keine Werbung oder was?
Es ist halt wirklich einfach Werbung. Wie frech ist das bitte? Können wir nicht einfach ins Spiel Werbefilme reinpacken, oder? Ah, okay. Gehört dazu, okay. Ich hätte das Spiel gekauft. Gotta say, that gig is pretty impressive. Really? I liked his aura most. Woody, what gives? Shh. Are they back? Shh. All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. It's Toy Story Town. You got a friend in me. Where are we? Oh my gosh, have we been shrunk? And look at us! You know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Gorge! Who's gonna protect the order from them? Headless! Okay, we go on three. One, two... Wait! What are you doing? Who are those guys? Der andere gute Angriff gerade. Und die ihre T-Taste direkt rufen? Nein. Auf die T-Taste habe ich gerade keine Zeit. Es ist einfach no D-Time. Aber Konterschild sehe ich mich. Wie kommt man jetzt eigentlich nochmal das Schwert wechseln im Kampf? Wurde doch irgendwo mal gesagt. Feier das, wenn er den ganzen Fight einfach nicht den Boden berührt. Einen Raketentanz ausführen. Juhu. Ich glaube, wir haben gar nichts getroffen, wirklich. Kann man auch einfach nicht meckern, ne? Wow. Stern. Stehaufmädchen. Oh, Stehaufmädchen brauchen wir. Das ist wichtig. Stehaufmädchen war, glaube ich, wenn man getroffen wird, dass man direkt wieder da ist mit Kreis. Wenn du Gegner in der Luft schleuderst, drücke Kreis, um Stehaufmädchen auszuführen. Und nicht direkt wieder ins Geschehen zu stürzen. Are they new? Huh? Wait! Oh, oh, you look familiar! Huh? I know this! Huh? You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder said. Yazora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought them for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing, and why Buzz's laser started actually lasering, and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right?
Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. Rex war immer der Beste aus Toy Story, muss man schon sagen. Level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops at attention, sir. Strangers from the outside. Welcome. They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... Dada! Oh. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz! Woody's right. Noted, but still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. Mm. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well... There's one thing. One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. Ja, der Abfall auf ihn. Black hood? But that would mean... The organization. You know who it is. Organisation machen wir da fertig jetzt mal. Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not going to leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? So, sagt er irgendwas Cooles? Wahrscheinlich eher nicht. Helpers from the outside. Welcome. Das dachte ich mir, dass die nichts Besonderes sagen. Sora, next stop, the toy store.
Spielzeugladen, nächster Stopp. Okay, das müssen wir uns schon mal merken. Was sagt denn Buzz Lightyearson? I certainly hope we find some answers at Galaxy Toys. I am so starstruck. Your game is my absolute favorite. Oh, jetzt kam es gerade rein. Jetzt habe ich mich gerade daran erinnert, wie ich Toy Story mal durchgespielt habe, wie das bis hier circa aussah und so. Ja. Müssen auf jeden Fall eine Menge kämpfen. Das weiß ich noch. Ich meine, ich habe die Welt hier nicht so gefeiert. Aber wir sind nicht voreingenommen. Wow. Hier ist safe noch irgendwo. Irgendwo was versteckt. Ja. Kann man hier raus oder was? Hey, I think that's a lucky emblem. Oh, was sieht aus wie ein Glücksemblem? Ich will die zwar nicht suchen, aber. Ist doch gar nichts. So geil, dass man hier so die Wand komplett hochlaufen kann. Zack, 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 zack. Wir erstmal ein bisschen die Gegend erkunden. Angriff gestiegen. Wow. Wir sind mit Buzz Lightyearson unterwegs. Wow, ist ja richtig nice. Ich will noch ein bisschen das Zimmer erkunden. Danach gehen wir direkt rein in Aulia. Obwohl, ich denke mal, hier wird nicht mehr viel sein. Können wir eigentlich auch direkt rausgehen und kämpfen. Okay, Jungs.